Hallo und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel und heute beschäftigen wir, wie es ihr schon am Titel seht, mit den Top 5 Formationen in FIFA 20. Das sind die Formationen, die meiner Meinung nach aktuell am stärksten sind, die am häufigsten von den Pros verwendet werden. Und ich werde euch jede Formation mit einer individuellen Taktik dazu zeigen. Ich mache ja selbst an sich immer wieder Formation Guides. Zu 3 von den 5 Formationen habe ich jetzt auch mittlerweile Formation Guides hochgeladen auf meinem Channel. Ich habe mal eine Playlist dazu erstellt und den Link zu der Playlist findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Der nächste Formation Guide wird am Freitag kommen. Also, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr da nichts verpasst. Und jetzt würde ich sagen, springen wir in-game rein, gucken uns die Formation direkt im Squad-Builder an und dann sage ich euch immer ein bisschen ein paar Worte zu jeder Formation. So, und die erste Formation, mit der wir uns hier beschäftigen, ist das 4-1-2-1-2 in der engen Variante, also die enge Raute. Und ich muss dazu sagen, ich werde zu jeder Formation eine Taktik zeigen, eine Strategie und ein bisschen was zu den Formationen auch sagen. Ich finde, das 4-1-2-1-2 muss halt einfach in die Top 5 gehören. Sehr viele Profis haben es beim letzten von Champions Cup gespielt und werden es auch beim nächsten von Champions Cup spielen. Dulmike zum Beispiel unter den Deutschen. Sarkula hat zwischenzeitlich auch auf das 4-1-2-1-2 umgestellt. Lost in the Waves ist natürlich für diese Formation bekannt. Absoluter Offensivspieler, der halt mega mit dieser Formation rasiert. Und aus so und FIFA Teilen kennt man natürlich auch einen altbekannten Gorilla, der mit dieser Formation unter anderem Weltmeister geworden ist. In FIFA 20 ist die Formation aber auch wieder sehr, sehr stark, vor allem, weil sie nicht nur in der Offensive sehr stark ist. Die Formation steht halt schon für dieses schnelle Spiel nach vorne, indem man halt den Gegner wirklich schnell mit einem Kick and Rush quasi überspielt. Aber in FIFA 20 ist diese Formation sogar in der Defensive sehr stark, denn Flanken sind nicht effektiv, bedeutet, man muss in der Mitte alles dicht machen, die Zentrale komplett dicht halten und das kann man mit dieser Formation sehr, sehr gut machen in der Defensive. Und was halt auch sehr stark ist bei dieser Formation, da sie keine Flügel hat, kann man die Außenverteidiger mit ins Offensivspiel einbinden und so kriegt man teilweise ein Übergewicht, indem man einfach ein 2-6-2 bildet oder ein 2-4-4. Und das ist halt das Ding, warum diese Formation der Offensive so unfassbar stark sein kann und das sind meiner Meinung nach auch die Stärken von dieser Formation. Kommen wir jetzt noch kurz zu der Taktik, die ich euch hier zeigen möchte. Wie gesagt, Formation Guides von mir geht alles noch ein bisschen mehr ins Detail rein. Da wird es früher oder später zu jeder Formation, die wir heute im Video hier sehen, ein Formation Guide geben. Mittlerweile haben wir 3 Formationen und die 4. wird ja jetzt schon am Freitag folgen und die 5. kommt dann auch in Kürze. Individuelle Taktik zum 4-1-2-1-2 sieht folgendermaßen aus. Ausgeglichen, Breite auf 5, Tiefe auf 4, dann Offensivspiel ausgeglichen, Breite 5, Spieler im Strafraum auf 4, Ecken und Freistöße jeweils auf 3. Bei den Anweisungen, die beiden Außenverteidiger hinten bleiben bei Angriffen. Der mittlere ZDM Passwege zustellen und Mitte abdecken. Die äußeren ZMs keine Zusatzanweisung, alles auf Standard. Der ZDM auch auf Standard und die beiden Stürmer auf Abwehr überlaufen. Das ist das 4-1-2-1-2. Kommen wir zur nächsten Formation. Kurze Erwähnung, ich werde diese Formationen nicht von Platz 1 bis Platz 5 bewerten. Sprich, die Reihenfolge ist beliebig und das bedeutet nicht, wenn ich jetzt das 4-2-3-1 als zweites zeige, dass sie meine viertbeste Formation ist oder das 4-1-2-1-2 gerade meine fünftbeste Formation ist. Nein, es ist einfach eine Top 5 mit 5 Formationen, die meiner Meinung nach die stärksten Formationen in FIFA 20 sind und am Ende werde ich euch trotzdem meine 2 präferierten Formationen nennen. Jetzt kommen wir zum 4-2-3-1, wo hier auch ein Formation Guide zu hochgeladen wurde. Eine Formation, die halt wirklich sehr, sehr stark ist, die ich vor allem Anfängern am Anfang sehr empfehlen kann, weil sie halt Balance ist. Sie ist in der Offensive stark, sie ist in der Defensive stark und ja, man kann halt mit dieser Formation wirklich alles machen. Ein Texter damit zum Beispiel auch beim letzten FUT Champions Cup komplett rasiert, kein einziges Spiel verloren und das hat er mit dieser Formation gemacht. Da brauche ich glaube ich nicht mehr so viel zu sagen. Wer mehr zu dieser Formation wissen will, den kann ich den Formation Guide natürlich gerne ans Herz legen und trotzdem zeige ich euch jetzt noch eine individuelle Taktik zu dieser Formation. Defensivstil auf Druck nach Fehlern, dann Breite auf 6, Tiefe auf 3, Offensivstil auf ausgeglichen, Breite auf 6, Spieler im Strafraum auf 5. Ecken 4, Freistöße 4 und bei den Anweisungen sieht es folgendermaßen aus. Die beiden Außenverteidiger hinten bleiben angegriffen, der eine ZDM hinten bleiben angegriffen und Mitte abdecken, der andere nur Mitte abdecken. Die 3 ZOMs auf Standard und der Stürmer auf Abwehr überlaufen. Wichtig noch zu sagen bei dieser Formation, wie gesagt, die beiden äußeren ZOMs sollten eher als Flügel betrachtet werden. Das bedeutet, da solltet ihr euer Team dann auch wirklich mit Spielern besetzen, die Attribute eines Flügelspielers haben und nicht reine ZOMs. Zum Beispiel Mario Götze, nicht so empfehlenswert. Lucas Moura kann man da schon eher spielen lassen. Sowas zum Beispiel. Also nicht diese langsamen ZOMs, die halt wirklich in der Zentrale eigentlich ganz in Ordnung sind.
die sollte man da auf die Außen auf jeden Fall nicht stellen. Das sollte aber bekannt sein. Wie gesagt, das habe ich aber auch alles im Formation Guide nochmal erwähnt. Nichtsdestotrotz, das 4-2-3-1 muss in den Top 5 mit dabei sein. Kommen wir zur nächsten Formation. Und da haben wir das 4-2-2-2, eine Formation, zu der ich kürzlich erst einen Formation Guide hochgeladen habe. Auch hier wieder der Hinweis dahin, wer mehr dazu wissen will, gerne anschauen. Und das ist eine Formation, die auf jeden Fall auch in die Top 5 gehört. Es ist ähnlich wie beim 4-4-2, nur dass man hier halt die beiden ZOMs ein bisschen versetzt zu den ZDMs stehen hat, dass man halt keine wirkliche Viererkette bildet. Und das meiner Meinung nach ist halt auch der ausschlaggebende Punkt, warum das 4-2-2-2 in der Offensive ein bisschen stärker ist als das 4-4-2. Und ich denke auch, dass das 4-2-2-2 eine sehr gute Formation ist, um zu kontern. Vor allem, wenn man sagen sollte, dass die beiden ZOMs vorne bleiben sollen. Dann hat man nämlich vier Spieler, die vorne sind. Und so kann man den Gegner wirklich ganz gut auskontern, weil man zudem noch zwei ZDMs hat und nicht zwei ZMs. Und diese zwei ZDMs sorgen halt dafür, dass man trotz der Anweisung, dass die beiden Spieler vorne bleiben sollen, noch sehr kompakt hinten drin steht. Aber wie gesagt, das ist halt nur eine Theorie bei dieser Formation, wo man sagen kann, dass man diese Formation auch gut als Konterformation nutzen kann. Und das hatte ich auch schon im Formation Guide gesagt. Ich finde das 4-2-2-2 in der Offensive stärker als das 4-4-2 in der Defensive, hat es aber dann seine Schwächen gegenüber dem 4-4-2 zum Beispiel. Wenn man auf der einen Seite eine krasse Stärke hat, dann muss es auf der anderen Seite auch eine Schwäche geben. Und das ist meiner Meinung nach hier beim 4-2-2-2 so. Nichtsdestotrotz ist es eine Top 5 Formation. Ich zeige euch jetzt noch die eine individuelle Taktik, die ich dazu habe. Und zwar war das ja die Taktik, die, wo ich gesagt habe, die ist so simpel wie keine andere. Ausgeglichen 5-5, ausgeglichen 5-5, Ecken und Freischüsse auf 4 bei den Anweisungen. Die beiden Außenverteidiger auf ausgewogen und auf Standard quasi. Die beiden ZDMs auf Mitte abdecken und die beiden Stürmer bzw. ein Stürmer auf Abwehr überlaufen und der Rest bleibt auf Standard. Die ZDMs, das hatte ich auch im Formation Guide gesagt, kriegen hier keine Anweisung, dass sie hinten bleiben sollen. Warum? Weil wir hier so einfach nochmal in der Offensive das Spiel verstärken. Die ZDMs sind eh immer dazu ausgelegt, dass sie nach hinten laufen. Dementsprechend kommen sie in der Verteidigung oder bei Ballverlust automatisch mit zurück und müssen nicht hinten bleiben. Wenn wir aber denen sagen, dass sie jetzt ausgewogen im Angriff fallen sollen, schalten sie sich mit ins Angriffsspiel ein und so generiert man ein wirkliches Überzahlspiel im Angriff, was es für den Verteidiger sehr, sehr schwer macht. So, die nächste Formation in diesem Video ist das 4-4-1-1, das ich hier auch auf jeden Fall mit reinbringen musste. Ich hatte ja schon ein Formation Guide mit dem Titel Die beste Formation in FIFA 20? Fragezeichen hochgeladen, denn ich finde, diese Formation ist in FIFA 20 wirklich sehr, sehr stark. Wird von vielen Profis gespielt, die diese Formation mal getestet haben. Und warum sie so stark ist, ist einfach, weil es eine Kombination ist aus dem 4-2-3-1 und aus dem 4-4-2. Und das macht sie so unglaublich stark. In den letzten Jahren war sie nicht so stark, weil sich diese der Mittelstürmer und der Stürmer immer im Weg gestanden haben. In FIFA 20 ist dieses Spiel zwischen Mittelstürmer und Stürmer auf jeden Fall optimiert. Sie stehen sich nicht im Weg. Nein, im Gegenteil, sie machen sich sogar gegenseitig Räume auf. Weil der Mittelstürmer halt ein bisschen versetzt steht, zieht er meistens einen CPU-Innenverteidiger immer raus aus der Viererkette. Und wenn ihr, und das solltet euch bewusst sein, wenn ein Spieler aus der Viererkette rausgezogen wird, wird immer automatisch irgendwo eine Lücke aufgemacht. Und diese Lücke müsst ihr dann rein und ausnutzen. Und das kann man mit dem 4-4-1-1 sehr, sehr gut. Deswegen ist diese Formation auch wirklich sehr stark. Auch hierzu habe ich ein Formation Guide hochgeladen. Wer mehr dazu wissen will, gerne Formation Guide abchecken. Und jetzt kommen wir nochmal zu der individuellen Taktik, die ich euch hier zeigen will. Defensivstil auf Druck nach Fehlern, Breite auf 7, Tiefe auf 4, Offensivstil auf ausgeglichen, Breite ebenfalls auf 7, Spieler im Strafraum auf 5. Ecken und Freischuss auf 3. Bei den Anweisungen sieht es folgendermaßen aus. Die Außenverteidiger auf Standard, die Innenverteidiger auf Standard. Der eine ZM, dem sage ich hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Dem anderen nur Mitte abdecken. Dem beziehungsweise dem MS, der kriegt zentral orientieren. Der Stürmer zentral orientieren und Abwehr überlaufen. Und die beiden äußeren Mittelfeldspieler auf Standard. Kommen wir zur letzten Formation. Und die letzte Formation in diesem Video ist das 4-4-2. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Dazu wird am Freitag der Formation Guide kommen. Deswegen, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr diesen hier auf jeden Fall nicht verpasst. Ist auch, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Formation im FIFA 20. Wird auch von dem einen oder anderen Profi bei den FUT Champions Cups gespielt. Warum diese Formation so stark ist, ganz einfach. In der Defensive bildet man diese zwei Viererketten, die es für den Gegner sehr, sehr schwer macht,
dass er durchkommt. Und in der Offensive hat man mit den zwei Stürmern und den zwei Flügelspielern auch eine sehr, sehr gute Breite bzw. eine sehr gute Variabilität. Man kann über die Mitte gehen, man kann über die Außen gehen. Und das ist halt, warum diese Formation einfach sehr, sehr stark ist. Ähnlich wie beim 4-2-3-1 ist diese Formation sehr balanced. In der Defensive stark, in der Offensive stark. Aber nicht, dass man sagt, boah, in der Offensive zu krass oder in der Defensive zu krass. Nein, einfach balanced und deswegen sehr beliebt. Und in der Top 5, ich zeige euch hier noch eine individuelle Taktik. So habt ihr schon mal einen Sneak Peek auf den Formation Guide. Denn so wird eine Taktik bzw. eine Strategie auch beim Formation Guide sein, der am Freitag kommen wird. Und das sieht folgendermaßen aus. Ausgeglichen Breite auf 7, Tiefe 3, Offensivspiel ausgeglichen, Breite auf 7, Spieler im Strafraum auf 4, Ecken und Freischüsse auf 3, Anweisungen sehen folgendermaßen aus, die beiden Außenverteidiger auf ausgewogen, der eine ZM kriegt hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken, der andere nur Mitte abdecken, die beiden Flügelspieler keine Anweisung und die beiden Stürmer Abwehr überlaufen. Und das soll es gewesen sein, das waren die 5 Formationen, die meiner Meinung nach im FIFA 20 am stärksten sind. Es gibt natürlich noch Formationen wie das 3-5-2, das man erwähnen kann und erwähnen sollte auf jeden Fall. Oder das 4-3-2-1 oder das 4-3-1-2, was auch natürlich alles sehr starke Formationen sind. Aber meiner Meinung nach sind das hier die Top 5. Wenn ich euch 2 Formationen nennen sollte, die ich aktuell am liebsten spiele, dann sind es das 4-4-1-1 und das 4-2-3-1. Das sind meine aktuellen Favorites. Und ich denke, dass das auch letztendlich, beziehungsweise beim 4-2-3-1, dass das auf jeden Fall overall gesehen eine Top 2 Formation ist, mal wieder. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich, wie gesagt, ich versuche wie immer darauf einzugehen, auf die ein oder anderen Fragen in der Kommentar-Section. Und wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen. Abo da lassen, Glocke aktivieren. Macht mich auch happy. Ich bin raus. Peace out. Ciao.